Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Endlich, ich habe ein Dell XPS 2018er Gerät zum Testen zugeschickt bekommen. Das hier oben ist es nicht. Das hier oben ist mein altes Basis XPS 13 Zoll Gerät, noch mit den ganzen Anschlüssen und Full HD. Hier drin befindet sich das High-End-Teil von Dell. 4K-Display, wo ich sehr gespannt bin, auch auf die Akkulaufzeit und ein i7, ich glaube 8550U. Ne? Und das hat jetzt etwas länger gedauert. Wir haben jetzt Mai. Ich war Anfang Februar, ich glaube am 2. Februar, war ich bei Dell in München, als sie die Dinger vorgestellt haben. März, April, Mai, der ist jetzt auch schon fast rum, 3,5 Monate. Ich hatte leider niemanden im Freundesverwandtenkreis, der einen neuen Dell-Rechner wollte, sonst wäre ich da vielleicht da mal früher dran gekommen. Und jetzt, ihr seht es, die Box ist schon auf, sieht auch schon ramponiert aus. Das Gerät ist schon durch einige Testhände gegangen und auch ich darf jetzt 2 Wochen damit rumspielen. Und ich freue mich sehr auch auf den Vergleich, weil, machen wir uns nichts vor, ich habe aus allen möglichen Richtungen vorher schon gehört, dass man doch bei vielen, ich meine, den Schritt hatten wir bei Apple jetzt auch, den vielen, also den gewohnten Anschlüssen hinterher trauert, denn auch Dell geht den Weg der USB Type-C/Thunderbolt-Anschlüsse. So, in der Box ist jetzt hier eigentlich gar nicht mehr viel, doch noch das Ladegerät. Und da bekam ja Dell immer sonst Gummipunkte, weil das doch relativ klein und kompakt daherkommt. Natürlich ist es auch bei den, guckt euch das mal an. Das hier ist das komplette Netzteil, also wirklich nur das kleine. Und dann hier ein ganz normaler dreipoliger Stecker dazu. Am Ende befindet sich aber nichts anderes als ein stinknormaler USB Type-C-Anschluss. Und darüber wird das Ding auch geladen. Bei den alten konnte man das ja sowieso schon machen. Die hatten aber nochmal einen extra Stromanschluss für ein normales Netzteil. Und so wie das hier aussieht, ich glaube, das hat auch kein einziger Vortester vorher auch mal benutzt. Was wir noch dazu bekommen, ist einen ganzen USB Type-C auf USB Type-A, also auf euren gewohnten USB-Anschluss-Adapter. Also das ist jetzt gerade ein bisschen, geschenkter Gaul, schaut man nicht ins Maul. Ein Adapter, wenn der dabei ist, den nimmt man da mit. Ein USB-Anschluss ist besser als keiner. So, ramponierte, eingestaubte Box. Oben ist das Dell-Logo. Unten drunter, die Box verrät gar nichts an Specs. Okay, dann klappen wir sie mal auf und gucken rein und shiny Silber Dell. Und nein, auch das Dell-Logo leuchtet leider nicht. Nach wie vor ein Feature. Ich traue bei Apple nach. Ich will das bei Windows sehen. Das hat einfach was. Ich gehöre zu den Leuten, die das echt nett finden. So, kippen wir es mal so aus. Einmal da sind noch die Handbücher. Denn eigentlich, was sollte dann sonst noch drin sein? Bei Dell gibt es leider keine Aufkleber. Wäre eigentlich auch mal was Schönes. Wir haben aber dafür einen Quick Start Guide, der uns hier einmal die Kontrolltasten erklärt. Das Trackpad, noch die Shortcut Keys, wie es so schön heißt. Und dann sogar bunt und in Farbe. Einmal ganz kurz der Hinweis, so lädst du es auf und erschrick nicht. Das ist dann der Desktop, ich wollte schon fast Homescreen sagen, den du dann sehen wirst. Und, das war auch noch was. Guckt mal hier, 100% recyceltes Plastik. 25% von dem Plastik, was sie hier recycelt haben, haben sie vorher aus dem Meer wieder rausgefischt. Da erinnere ich mich. Das hatten sie damals in München auch gesagt. So, und jetzt aber kommen wir zum Shiny-Shiny-Teil. Und wir machen direkt den Vergleich. Guckt euch das mal ganz kurz an hier wegen der Anschlüsse. Wir haben an beiden noch den Akku-Test. Beide voll aufgeladen, als ob ich es geplant hätte. So, dann haben wir hier oben USB Type-C mit Strom und links, einfach nur so eine Öffnung. Da bin ich jetzt gerade überfragt. Und immer noch die andere Seite. So, und dafür gibt es jetzt, da muss ich aber sagen, Dell-Gummipunkte. Ne? Nochmal USB Type-C-Kopfhöreranschluss ist nach wie vor vorhanden. Und sie haben den normalen SD-Karten-Slot auf Micro-SD zusammengeschrumpft. Das gibt wenigstens jetzt noch Gummipunkte, dass man hier seine Smartphone-SIM-Karte da noch reinpacken kann. Klappen wir sie mal auf. Guckt euch das mal an. Das ist noch mal ein Ticken kleiner geworden. Merke ich beim Gewicht irgendeinen Unterschied? Ich streck's mal aus. Nicht wirklich. Die Dell XPS 13er waren ja bisher immer schon ganz knuffig. So, klappen wir es mal auf. Und da sehen wir auch noch die nächste Neuerung. Die Kamera hat sich bewegt.
aus der linken unteren Ecke ist sie jetzt in die Mitte gewandelt. Und das ist auch direkt schon mit Infrarot-Blinksbums für Microsoft Hello zum Entsperren der Unterschied. So, wir schalten es mal ein und ich tippe mal ganz kurz. Oh, schöne Tastatur. Ich als Apple Butterfly Geschädigter derzeit. Ah, schön, 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 schön. Schön. Also über die Tastatur, da könnte ich dann nach wie vor für knuddeln. So, eingerichtet ist das Ganze. Mal gucken, vielleicht habe ich hier noch die Fotos vom Vortester drauf. Oh, nett. Nett. Also dieses randlose Display, was da mich da gerade so anleuchtet, das kommt gerade sehr positiv darüber, daher. Dabei ist es noch nicht mal voller Helligkeit. Ja, da bin ich ja sehr gespannt. Was mich auch spannen wird, ist natürlich die... Ach, guck mal hier. Und es ist natürlich ein Touchscreen. Dann jetzt starten. 20 Gigabyte kostenloser Dropbox-Speicherplatz. Nee. Und wer sich jetzt denkt, ist das denn auch ein 2-in-1? Kann ich es rumdrehen? Nein. Ungefähr bei dem Winkel hier ist Schluss. Also wer sich jetzt denkt, ich kann das ja mal, was weiß ich, so im Y aufstellen oder sowas, weil ist ja Touchscreen oder sowas. Ja, ist Touchscreen, aber halt... Nicht zum Umklappen, kein 2-in-1. So, und jetzt gucken wir noch ganz schnell in die Einstellung, was wir hier unten drunter im System haben. Ach, und die Maus ist wieder umgedreht. Da stehe ich ja auch immer total drauf. Das ist das immer das Erste, was ich eigentlich rumdrehe. So, Info, Info, Info. Und damit ich keinen Schmarrn erzähle, ihr seht es, Dell XPS 9370 und vielleicht mal die... Display wieder ein bisschen runter machen, damit die Kamera nicht so abdenkeln muss. So, i7-8550U, habe ich eben richtig geraten. 16 GB RAM und Speicher taucht hier gar nicht auf. Lasst mal ganz kurz gucken, da haben wir den Speicher. Wow, und das ist natürlich die dicke 512 GB Version. Wobei, ne, mit anderen Bits und Bytes. 476 und 52 GB davon sind schon verwendet. Das heißt, unterm Strich hat man doch 90 GB weniger, als auf der Verpackung draufsteht. So, aber jetzt freue ich mich gerade sehr darauf. Was ich aber noch sagen wollte zur Akkulaufzeit. Ne? Dell gibt die Dinger irgendwas an mit in der 4K-Version mit, ich glaube, 11 Stunden Pi mal Daumen. So Office, reines Office-Arbeiten. Ich weiß, Windows-Geräte kann man eigentlich wieder 30% locker von abziehen. Ich tippe einfach mal hier, wenn ich hier Richtung 8 Stunden normalen Alltagseinsatz komme, bin ich damit total zufrieden. Das Interessante ist aber, wenn man sich die Dell XPS 13 Version mit einem Full-HD-Display anguckt, was Dell da an Akkulaufzeit angibt, da geben die fast 20 Stunden an. Also was allein diese 4K-Auflösung da an Batterie frisst, ich bin mal sehr gespannt. Und ich gebe es direkt offen, ich sage es direkt von vorne, ich bin nicht davon überzeugt, in ein 13-Zoll-Gehäuse ein 4K-Display zu packen. Also, dass das wirklich so... Aber, wie gesagt, ich habe ja hier den direkten Vergleich. Vielleicht sage ich dann in 2 Wochen, nein, alles falsch, ich will nur noch 4K-Displays. Kann ich persönlich mir nicht vorstellen, dass ich mir dann lieber denke, oh, Akkulaufzeit. Ach ja, und eine Sache, ne, das seht ihr ja hier gerade, nicht glossy oder matt gegen glossy. Matt, glossy, matt, glossy. Gibt es bei den neuen leider nicht mehr. Die gibt es nur noch in glänzend, weil Dell auch auf diesen Cinema-Display, Infinity-Display, Hochglanz-Display, weil ja jeder mit dem Dinger nicht mehr arbeitet, sondern anscheinend nur noch HDR-Netflix-Videos oder sowas guckt. Aber das soll es gewesen sein. Erster Eindruck, Verarbeitung. Es ist halt ein Dell XPS. Da gibt es nichts dran auszusetzen. Für mich nach wie vor mit die schönste oder auch die arbeitsamste oder der beste Allrounder in der 13-Zoll-Kategorie. Aber die nächsten 2 Wochen zeigen ja dann erstmal, was die Kiste dann drauf hat. Das soll es aber gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!